Dann willkommen zur 22. Vorlesung Gaben und Logik. Diese Wahrscheinlichkeitswolken, die die beruhigenden materiellen Partikel von früher ersetzen, erinnern mich irgendwie an die flüchtigen, offenen Umgebungen der Topoi oder der Örtlichkeiten, wie dahinschwindende Phänomene um die Phantome, um die fiktiven Punkte zu umgeben. Das hat Grothendieck 1986 geschrieben in seinem ganz, ganz berühmten Text Récolte et Semailles. Und ich finde das Zitat irgendwie nice. Das offizielle Idol der Vorlesung ist André Bauer, ne? Aber Grothendieck kann man auch ernst nehmen. Ich möchte beginnen, indem ich hier nochmal kurz erinnere, was ich das letzte Mal einfach aus Zeitgründen nicht mehr fertig hingeschrieben habe, wie die Theorie der Dedekindschen Schnitte fertig aussieht. Da steckt wirklich keine Kreativität dahinter, wenn man das vergleicht zur altherkömmlichen Definition von einem Dedekindschen Schnitt, wo ich früher geschrieben hätte, x Element L, schreibe ich jetzt Lx und meine damit eben eine atomare Präposition. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das vielleicht mit einem griechischen Buchstaben gemacht oder so, phi x und psi y oder so. Ist mir aber auch egal, ja? Ich kann die atomare Präposition nennen, wie ich möchte. Wenn ich ein bisschen risky drauf bin, darf ich gerne die atomare Präposition auch x Element L nennen. So ähnlich, wie wir das bei der Theorie von einem Primideal gesehen hatten, mit dem wir das Außerlaxiom eliminiert hatten. Ja? Aber ich wollte es mal ein bisschen weniger missverständlich treiben. Gut, und dann hatten wir früher zum Beispiel das Axiom, dass wenn x in L liegt, dass dann auch y in L liegt für y kleiner gleich x. Und dementsprechend haben wir hier gleich jetzt eine abzählbare Menge an Axiomen, die eben genau das widerspiegeln. Oder wir hatten das Axiom, dass wenn x in L liegt, dass dann auch eine Zahl in L noch drin liegt, die ein bisschen größer ist als x. Na, das können wir durch dieses Axiom ausdrücken, indem eben auf ganz wesentliche Art und Weise eine unendliche Disjunktion vorkommt. Das untere Axiom ist, nehme ich an, auch nicht problematisch. Das sagt eben aus, immer wenn x kleiner als y ist. Wir haben je ein Axiom für jeden Fall, dass das vorliegt, haben wir das Axiom, dass dann top lx oder uy impliziert. Ja? Dass x in l liegt oder y in u. Und das Einzige, nehme ich an, was hier so ein bisschen verwirrend sein könnte, ist die Schreibweise hier. Die ist tatsächlich unnötig kompliziert, aber ich wollte euch an diesem Beispiel das gleich mal zeigen, wie man das allgemein macht. Wir hatten früher das Axiom, ich schreibe das hier rechts nochmal zum Vergleich hin, wenn x in L liegt und y in U, dann ist x kleiner als y. Und dieses Axiom versuche ich halt jetzt abzuschreiben hierhin. Und vorne ist es noch recht klar, also das Implikationszeichen wird zu einem Turnstile. Und x Element L wird zu Lx und y Element U wird zu Uy. Nur hinten ist irgendwie doch was Komisches passiert. Ja? Der Hintergrund davon ist folgender. Ich mache das mal kurz. Ja? Ich kann nicht x kleiner y hier hinschreiben, weil x kleiner y ist nicht eine Formel in der Theorie, um die es gerade geht. Ja? Ich muss mir also was einfallen lassen. Eine Möglichkeit, mir was einfallen zu lassen, wäre, eine externe Fallunterscheidung zu machen und hier je ein Axiom dazu nehmen für den Fall, dass x größer gleich y ist. Und dann nehme ich das ins Axiom dazu, dass Lx und uy bottom bedingt. Das wäre eine Möglichkeit. Und das wäre hier auch völlig okay. Das wäre eine getreue Umsetzung von diesem Axiom. Also es würde zu einer äquivalenten Theorie führen. Denn für rationale Zahlen kann ich ja entscheiden, ob x kleiner gleich y ist oder ob x größer gleich y ist. Okay, aber ich wollte euch gleich vorbereiten für die Situation, wie es halt im echten Leben dann auftaucht, dass wir hier quasi rechts Aussagen haben, die wir nicht entscheiden können. Und da ist der Standardtrick dann, das wie folgt zu machen. Wir nehmen eine Disjunktion über eine ganze Menge von Formeln. Jetzt denkt man, oh, riesige Menge, aber in Wahrheit nicht so große Menge. Die Menge enthält nämlich genau eine Formel top. Genau dann enthält sie top, wenn x kleiner als y ist. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wozu sich das runterkocht. Falls x wirklich kleiner als y ist, dann steht hier dran, Lx, welch uy soll top bedingen. Das ist ein Axiom, was ich mir auch hätte sparen können, weil sowieso alles top bedingt. Und wenn x größer gleich y ist, dann ist diese Menge hier leer. Das heißt, wir haben eine Disjunktion über die leere Menge und daher haben wir bottom. Und das ist genau das Axiom, was wir umsetzen wollen. Also mit dieser Hintertür kann man manchmal erreichen, dass man in geometrischer Logik noch mehr Sachen ausdrücken kann, als es zunächst den Anschein hat. Das ist einer von drei Tricks in diesem Business. Ja.
Okay, das ist die Theorie der Dedekindschen Schnitte. Und die klassifizierende Örtlichkeit von dieser Theorie ist das, was im konstruktiven Kontext am ehesten den Namen Raum der reellen Zahlen verdient hat. Hashtag Matthias seine Bachelorarbeit. Okay, gibt es Fragen zur Darstellung von dieser Theorie? Dann würde ich gerne noch eine peinliche Sache loswerden. Auf die mich auch Matthias gestoßen hat, glaube ich, oder Florian, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es geht um Größenverhältnisse. Also ich habe euch unabsichtlich ein bisschen verarscht, aber ich korrigiere das jetzt. Die Menge aller Formeln über einer gegebenen propositionalen geometrischen Theorie ist im Allgemeinen zu groß, um eine Menge zu sein. Das heißt, hier in diesem Satz befindet sich schon am zweiten Wort ein Fehler. Das ist nämlich keine Menge, das ist eine Klasse. Und ich habe letztes Mal so ein bisschen getan, als ob das eine Menge wäre. Ich habe zum Beispiel irgendwo mal hingeschrieben, um die Lindenbaum-Algebra in der proportionalen geometrischen Theorie zu bauen, nimm einfach die Menge aller Formeln und teile deine Äquivalenzrelation raus. Das ist aber keine Menge. Warum ist das keine Menge? Naja, weil wir einfach viel zu viel Flexibilität drin haben bei der Konstruktion von so Formeln. Wir können ja immer solche großen Disjunktionen jetzt bilden und die können indiziert sein durch beliebige Mengen. Das heißt, solche Formeln sind mal auf die Klasse all dieser Formeln ist mal auf jeden Fall so groß wie die Klasse aller Mengen. Ja? Und das ist in Standardmengenlehre nicht als Menge ansehbar. Es ist nicht schlimm für das, was wir damit gemacht haben, weil die Bemerkung noch weitergeht. Die Klasse aller Formeln modulo der Äquivalenzrelation Schlange, zur Erinnerung, wie war die definiert? Die war so definiert, dass wir sagen, zwei Formeln sind genau dann zueinander äquivalent, wenn die gegenseitig ableitbar sind, modulo der gegebenen Theorie T. Also die Klasse aller Formeln modulo Ding, die ist ja intuitiv wieder viel kleiner, ja? Die ist durchaus eine Menge oder als Menge ansehbar. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, welche Mengentheorie ihr in der Metatheorie verwendet. Und warum ist das so? Das haben wir aus Versehen, aus einem ganz anderen Grund, in der Übung diskutiert. Und ich will hier das Fazit nochmal festhalten. Weil jede Formel äquivalent modulo t zu einer Formel der folgenden Form ist, weil jede Formel äquivalent zu einer Formel dieser Form ist. Disjunktion über irgendeine Menge von endlichen Konjunktionen von atomaren Propositionen. Wenn man das ausschreibt, dann ist das sowas quasi. I Element I und dann Phi I1 bis Phi INI. Ja? Also das kann man sich überlegen, dass in der Tat jede Formel äquivalent ist zu einer Formel dieser Form. Das liegt im Wesentlichen an dem unendlichen Distributivgesetz, was wir uns gönnen.
Und von der Gesamtheit der Ausdrücke dieser Form sehen wir schon, dass es eine Menge ist, weil per Definition muss die Menge der atomaren Propositionen eine Menge sein bei einer propositionalgeometrischen Theorie. Die Menge der endlichen Konjunktionen davon ist auch wieder eine Menge, im Wesentlichen, weil es ein Axiom von Mengenlehre ist, dass zu jeder Menge die Menge all ihrer endlichen Teilmengen auch wieder eine Menge ist. Okay, und die Menge all solcher, oder die Klasse als solches auch wieder eine Menge, weil es nur Mengen viele Möglichkeiten gibt für dieses M. Das liegt daran, dass es ein Axiom von Mengenlehre ist, dass die Potenzmenge einer jeden Menge wieder eine Menge ist. Okay, und somit verlassen wir also nicht unser Mengenlehre-Universum, wenn wir die klassifizierende Theorie, die klassifizierende Örtlichkeit einer Theorie aufbauen. Anmerkungen dazu? Okay. Dann möchte ich noch eine Bemerkung anschließen, die wir auch in der Übung hatten, aber die so wichtig ist, dass sie kurz in der Vorlesung angemerkt werden muss. Die Kategorie der räumlichen Örtlichkeiten ist äquivalent kanonisch zur Kategorie der nüchternen topologischen Räume. Und ihr wisst auch schon, wie die Äquivalenz vermittelt wird. Nämlich, wenn wir eine räumliche Örtlichkeit x haben, können wir daraus einen nüchternen topologischen Raum basteln, nämlich den Raum der Punkte von x. Und umgekehrt, wenn wir einen topologischen Raum haben, einen nüchternen, können wir dazu die Örtlichkeit bauen. Und das ist eine Kategorienäquivalenz. Okay, und das ist nicht nur irgendeine Kategorienäquivalenz, sondern das ist ganz wichtig für eine konstruktive Behandlung von großen Teilen der Mathematik. Zum Beispiel eine Manifoldigkeit wird in der Standard Anna 1 oder so definiert als ein topologischer Raum, der lokal homomorph ist zum R hoch n. Dank dieser Kategorienäquivalenz hätte man aber genauso sagen können, eine Manifoldigkeit ist eine Örtlichkeit, die lokal isomorph als Örtlichkeit ist zum R hoch n. Das macht überhaupt keinen Unterschied, weil die beiden Kategorien zueinander äquivalent sind. So, aber in konstruktiver Mathematik verhalten sich Örtlichkeiten tendenziell viel, viel besser als topologische Räume. Und so kriegt man etwas hin, was klassisch genauso gut ist wie das, was man immer schon gemacht hat, aber konstruktiv sich besser verhält. Und damit einhergehen die vielen Vorteile, die wir auch noch ganz explizit kennenlernen werden, sowas wie, dass alles automatisch faserweise funktioniert. Um ein Beispiel zu erwähnen, wie schlecht topologische Räume sich manchmal verhalten, wäre zum Beispiel Folgendes zu nennen. Es gibt auch das Einheitsintervall. Und man lernt ganz früh in der Ausbildung, dass das kompakt ist. Das ist fast richtig. Von der Örtlichkeit 0,1 kann man konstruktiv zeigen, dass sie kompakt ist. Vom topologischen Raum 0,1 mit der euklidischen Topologie als Teilraum von der Menge der reellen Zahlen, und zwar der Dedekind-reellen Zahlen, vom topologischen Raum, kann man das aber nicht klassisch schon natürlich, aber konstruktiv nicht. Wenn ihr wollt, kann ich euch dazu eine Übungsaufgabe machen, die diesen Kleini-Baum wieder verwendet, auf eine geschickte Art und Weise. Diese beiden Örtlichkeiten haben dieselben Punkte, aber die ist immer konstruktiv
über ein nicht-triviales Theorem, da steckt wirklich Inhalt dahinter, und dieser topologische Raum halt im Allgemeinen nicht. Das ist ein Indiz dafür, dass sich Örtlichkeiten konstruktiv besser verhalten. Und denkt dran eben, konstruktiv besser verhalten, das hat immer sofortige Vorteile, auch für Leute, die gar kein Problem mit klassischer Logik in der Metalogik haben. Auch hier wieder Hashtag Matthias. Okay, was ich dann gerne machen würde, wäre euch ein paar Konstruktionen mit Örtlichkeiten zu zeigen, zum Beispiel Produkte und Koprodukte. Ja, wir müssen einfach die Welt der Örtlichkeiten jetzt ein bisschen kennenlernen. Und dafür ist das ganz gut geeignet. Okay, na dann, lasst uns das machen. Zunächst das Koprodukt, die disjunkt gemachte Vereinigung. Das Koprodukt x disjunkt vereinigt y, zweier Örtlichkeiten x und y, also das Koprodukt in der Kategorie der Örtlichkeiten, das existiert, also das gibt es immer, und ist durch folgenden Rahmen gegeben. Also der Rahmen der offenen Teile von x Koprodukt y ist, nicht erschrecken, der Rahmen von x kreuz kartesisches Produkt der Rahmen von y. Kartesisches Produkt von Partialordnungen. Das heißt also, offene Teile von der disjunkt gemachten Vereinigung sind Paare bestehend aus einem offenen Teil von x und einem offenen Teil von y. Und die Relation ist so definiert, dass man sagt, na gut, das vordere muss, also der vordere Eintrag muss kleiner gleich dem anderen vorderen Eintrag sein und der hintere Eintrag muss kleiner gleich dem anderen hinteren Eintrag sein. Also alles komponentenweise. Auch die endlichen Meets und die beliebigen Joints berechnen sich komponentenweise. Jetzt kurz einen Check machen, dass das sinnvoll ist. Also zum Beispiel, dass wir Folgendes haben. Wir könnten mit zwei topologischen Räumen anfangen und dann haben wir zwei verschiedene Operationen zur Verfügung. Zum einen, wir könnten erst die disjunkt gemachte Vereinigung der Räume betrachten. Und dann diesen topologischen Raum in Örtlichkeit umwandeln mit L, indem wir als zugrunde liegenden Rahmen den Rahmen der offenen Teilmengen nehmen. Oder wir wandeln x und y zunächst beide in Örtlichkeiten um und nehmen dann das Koprodukt in der Kategorie der Örtlichkeiten. Und da kommt auf kanonische Art und Weise dasselbe raus. Und das wisst ihr auch aus eurer Alltagserfahrung. Denn wenn ihr die disjunkt gemachte Vereinigung von zwei Räumen habt, also irgendwie x und y zusammengestellt zu einem großen neuen topologischen Raum x Koprodukt y, dann ist eine offene Teilmenge davon eben genau gegeben durch irgendeinen offenen Teil hier, irgendeinen U,
und irgendeinen offenen Teil hier, genannt U-Strich. Ja, und jede offene Teilmenge vom Produkt setzt sich irgendwie aus einer offenen Teilmenge von x, vom Koprodukt aus setzt sich aus einer offenen Teilmenge von x und einer offenen Teilmenge von y zusammen. Also so ist es fürs Koprodukt. Als nächstes müssen wir es fürs Produkt machen. Und da ist es genau wie bei topologischen Normen auch ein kleines bisschen komplizierter. Proposition muss auch noch bewiesen werden, ne? Aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin, weil ihr alle erwachsen seid. Da ist dann nichts weiter dabei. Man muss nur ganz viele Sachen nachrechnen. Müsst eventuell nochmal nachschauen, wie Koprodukt allgemein definiert war in Kategorien über die universelle Eigenschaft. Okay, lasst uns zum Produkt schreiten. Das ist interessanter. Und gar nicht so leicht. Tatsächlich brauchen wir eine vorbereitende, oder ist es nützlich, eine vorbereitende Proposition zu geben. Eine, die auch ihrerseits nützlich ist. Proposition: jede Örtlichkeit x ist kanonisch isomorph. Kanonisch und natürlich isomorph zur klassifizierenden Theorie, klassifizierenden Örtlichkeit einer geeigneten Theorie. Also letztes Mal haben wir eben die klassifizierende Örtlichkeit als ganz wesentliches Beispiel kennengelernt für Örtlichkeiten. Jetzt sehen wir, das war wirklich auch die Mutter aller Beispiele, denn jede Örtlichkeit ist von dieser Form. Jede Örtlichkeit, egal wie sie konstruiert wurde, stellt sich im Nachhinein heraus als die klassifizierende Örtlichkeit einer gewissen propositionalen geometrischen Theorie. Nämlich der Theorie der offenen Teile von x. So heißt die und ich möchte den Beweis zumindest anfangen und dabei genau diese Theorie hinschreiben. Gesundheit. Also die gesuchte Theorie ist folgende. Wir müssen angeben, welche atomaren Propositionen diese Theorie haben soll. Und dann nehmen wir je eine Proposition Phi U für jedes offene von x. Also im Zweifel sehr, sehr viele atomare Propositionen, eben sicher, meistens nicht endlich viele. Ja? Und dann nehmen wir Axiome. Nämlich wir nehmen das Axiom, dass Phi U Phi V bedingt, immer dann, wenn U ein kleineres offenes Teil ist wie V. Und dann nehmen wir noch mehr Axiome. Wir nehmen noch das Axiom, dass diese Formel äquivalent sein soll zu der Konjunktion aus diesen beiden. Das ist je ein Axiom für jedes Paar UV. Und dann machen wir es Ähnliches noch mit beliebigen Disjunktionen. Sowas soll, sagen wir, soll äquivalent sein zu der Formel, die zu folgendem Offenen gehört.
diesem offenen. Das ist jetzt je ein Axiom für jede Familie von offenen in X. Und wenn man hier sich ein bisschen Mengenlehre ausdenkt, wird man an der Stelle wieder nervös. Und wenn man sich gut in Mengenlehre auskennt, dann wird man wieder entspannt, weil man weiß, wie man das umzuschreiben hat, sodass das nur mengenviele Axiome hier sind. Nämlich für jede Teilmenge von offenen nehme ich mir ein Axiom, gönne ich mir ein Axiom. Also anstatt je ein Axiom hier zu gönnen für jede Familie, die indiziert wird durch irgendeine Menge, und es gibt halt nicht mengenviele Mengen, sondern klassenviele Mengen, gönne ich mir ein Axiom für jede Teilmenge von Formeln. Quasi für die Bilder von diesen Familien. Okay, und ich will euch noch den Isomorphismus hinschreiben, der gesuchte Isomorphismus von der klassifizierenden Örtlichkeit von dieser Theorie T nach X hinein ist gegeben durch, was war nochmal ein Morphismus von Örtlichkeiten? Das war ein Morphismus von Rahmen in die umgekehrte Richtung. Also ein Morphismus von Rahmen von dem Rahmen der offenen von X in den Rahmen der offenen von T, von L von T. Und was war das nochmal? Das war die Lindenbaum-Algebra von T. Das war also die Menge der Formeln von T. Und jetzt könnt ihr lachen über das Wort Menge an der Stelle. Menge der Formeln über T. Modulo dieser Eklenz-Relation. Und der Rahmen ISO sieht halt so aus, dass ein offenes geschickt wird auf die Äquivalenzklasse von Phi U. Und alle weiteren Nachweise überlasse ich euch, sind nicht mehr schwer. Ja, das brauche ich noch, vielen Dank. Also genügt mir dieses Axiom. Ja. Meinetwegen mache ich hier auch noch das dazu. Habe ich ein Axiom mehr. Das brauche ich auch noch genau. Woher kommen die Axiome? Ich brauche halt je ein Axiom für jeden Bestandteil, was einen Rahmen ausmacht. Und das sind halt endliche Konjunktionen. Zu den endlichen gehören nicht nur die binären, sondern auch die nullere Konjunktion. Einfach top bilden. Und beliebige Infima bilden, beliebige Suprema bilden. Und dann halt noch die Partialordnung überhaupt, die Ordnung selbst. Also jede Örtlichkeit ist die klassifizierende Örtlichkeit von irgendeiner cleveren Theorie. Ich finde, das ist eine sehr, sehr einladende Proposition, ja? Weil ich denke mir jetzt immer, wenn ich einen Raum sehe in der Mathematik, vielleicht ist es nur ein topologischer Raum, dann mache ich ganz schnell die Örtlichkeit daraus, indem ich ein L davor schreibe, dann frage ich mich immer, hey, was ist die Theorie, die da klassifiziert? Das hat immer eine Antwort, mindestens diese triviale, aber in vielen Fällen halt, kann man die entstehende Theorie nochmal stark vereinfachen und dann kommt eine ganz kurze, prägnante Theorie raus. Zum Beispiel die Theorie, die R klassifiziert, topologischer Raum R, ja, euklidische Topologien so, ist eben, wenn man es von vornherein als Örtlichkeit gebaut hätte, wie man es bauen muss, in konstitutiver Mathematik, ist eben die Theorie der Dedekindschen Schnitte. Und das ist was Anschauliches, Konkretes, Prägnantes. Okay. Mithilfe dieser Proposition können wir jetzt auch zeigen, dass in der Kategorie der Örtlichkeiten ein Produkt existiert. Das Produkt x Kreuz y zweier oder auch Mengen vieler Örtlichkeiten y in der Kategorie log aller Örtlichkeiten ist gegeben durch die klassifizierende Örtlichkeit zur Koprodukttheorie. Wird erklärt.
wobei T irgendeine Theorie ist, sodass X die klassifizierende Örtlichkeit von dieser Theorie ist und sodass T' irgendeine Theorie ist, sodass deren klassifizierende Örtlichkeit isomorph zu Y ist. Okay, und auf den ersten Blick klingt das vielleicht recht fürchteinflößend, irgendwie Koprodukt von Theorien, aber es ist was ganz, ganz Leichtes. Nämlich, was man einfach nur macht, ist, man nimmt all die atomaren Propositionen von T und all die atomaren Propositionen von T' und wirft die zusammen, einen großen Topf von neun atomaren Propositionen. Und man nimmt all die Axiome von T und all die Axiome von T' und wirft die auch wieder zusammen. Die Gesamtheit dieser Axiome ist dann die Menge der Axiome hiervon. Also, atomare Propositionen sind die von T und die von T', beide zusammengetan. Ja? Einfach, wir haben jetzt noch viel mehr atomare Propositionen. Und die Axiome sind die von T und die von T'. Ganz kurze Nebenbemerkung. Sieht jemand, der irgendwie sich für Linguistik interessiert, warum ich mich gerade ein bisschen schmutzig fühle? Es geht um diese Kurzschreibweise. Man verwendet doch diese Kurzschreibweise, um anzudeuten, dass da dasselbe steht wie drüber. Aber hier bezieht sich das die von T auf die atomaren Propositionen von T und hier bezieht sich das die von T auf die Axiome von T. Ist gar nicht dasselbe. Also es gibt nur Sinn, wenn man die Kopie vorher semantische Interpretation nur auf der syntaktischen Ebene durchführt. Okay, das ist die Proposition. Ich denke, die ist recht griffig. Ja? Wenn man die klassifizierenden Örtlichkeiten, wenn man die Theorien kennt, die zwei Örtlichkeiten klassifizieren, kann man auch sehr schön explizit hinschreiben, was dann das Produkt klassifiziert. Jetzt interessiert euch aber auch für topologische Räume und daher interessiert euch dafür, wann ein Produkt wieder räumlich war. Ja? Da gibt es folgende Bemerkung, die wir nicht beweisen, weil wir sie folgende nicht brauchen werden, aber gut für ein abgerundetes Verständnis ist. Wenn x und y beide räumlich sind und wenn außerdem x oder y lokal kompakt ist, man kann irgendwie für Örtlichkeiten definieren, was lokal kompakt bedeutet, dann unter diesen beiden Voraussetzungen dann ist das Produkt in der Kategorie der Örtlichkeiten auch wieder räumlich. Im Allgemeinen ist es nicht wieder räumlich. Im Allgemeinen ist das örtlichkeitstheoretische Produkt besser als das topologische Produkt, als das, was herkommt, wenn man das Produkt nicht in Log bildet, sondern nur in der Kategorie der räumlichen Örtlichkeiten. Was ja genau dasselbe ist wie die Kategorie der nüchternen topologischen Räume. Und das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, ich wiederhole es nochmal kurz. Dieses Phänomen, dass das topologische Raumprodukt nicht so geil ist, habt ihr, je nachdem, welche Vorlesung ihr schon gehört habt, schon ein paar Mal bemerkt. Ihr habt zum Beispiel bemerkt, in der homotopischen Algebra oder in der Homotopietheorie oder sowas, muss man oft runtergehen auf die Kategorie der kompakt erzeugten Hausdorff-Räume statt aller Räume. Da spiegelt sich das wieder, sonst muss man immer so kalifizieren. Und es spiegelt sich zum Beispiel darin wider, dass das Produkt zweier parakompakter topologischer Räume im Allgemeinen nicht wieder parakompakt ist. Für Örtlichkeiten dagegen schon. Also das örtlichkeitstheoretische Produkt existiert immer. Es hat bessere formale Eigenschaften als das topologische Raumprodukt. Und manchmal stimmt es dann doch wieder mit dem überein. Ja. Also mit x und y räumlich ist gemeint, es ist wieder räumlich und es ist auch das Produkt im Topf. Ja.
Es ist räumlich und dann kann man zeigen, es ist auch dasselbe, wie was man bekommen hätte, wenn man von x und y, ich schreibe es einfach noch dazu, ja? Ist räumlich und kanonisch isomorph zu der Örtlichkeit, die man erhält, wenn man den topologischen Raum der Punkte kartesisch multipliziert mit dem topologischen Raum der Punkte von y. Ja? Genau. Ja. Produkte von lokalkompakten Örtlichkeiten sind ziemlich sicher wieder lokalkompakt. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber ja, wenn es nice ist, also wenn es einen Topologe erwarten würde, ein Topologe, der noch nicht gequält wurde von Pathologien, dann stimmt es für Örtlichkeiten. Und ein anderer Punkt, ja. Spielt keine Rolle, also wenn du hinschreibst, x sieht man auch zu L von T. Ja. Das heißt, wir können wirklich auch irgendwelche nehmen, es spielt keine Rolle, wenn ja. Wir nicht diese Konstruktion da machen. Nee, genau. Also man kann hier wirklich irgendwelche Theorien wählen. Und insgesamt die Örtlichkeit, die rauskommt, wird dieselbe sein bis zur Isomorphie. Und tatsächlich, das ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, die Olivia Caramellos Forschungsprogramm zugrunde liegt. Zum einen ist es halt so, also jede Örtlichkeit ist schon, klassifiziert schon mal irgendeine Theorie, aber vielleicht eine komplizierte. Schritt 1, was man machen kann, ist, man kann vielleicht eine einfache finden, sodass die klassifizierte Örtlichkeit genau dieselbe bleibt, bis auf Isomorphie. Schritt 2, man kann vielleicht zwei ganz verschieden aussehende Beschreibungen von derselben Örtlichkeit finden, durch zwei ganz verschiedene Theorien. Und dann kann man Theoreme übertragen, überbrücken. Olivia malt immer folgendes Diagramm und das ist cool und wir werden das auch noch machen. Gegebene Theorie T kann man die Örtlichkeit dazu bauen. Die kann jetzt hoffentlich isomorph sein zu der Örtlichkeit von einer anderen Theorie und die korrespondiert wieder zu T'. Und das Besondere ist halt, dieses Phänomen deckt viel mehr Fälle ab, als wenn T und T' in irgendeinem konventionellen Sinne zueinander isomorph sind. Ja, das hier drückt eher aus, also diese Isomorphie drückt irgendwie eher aus, dass der innere Wesenskern von T dasselbe ist wie der von T'. Wir haben so ein bisschen, was haben wir auch schon gesehen, wir haben doch zum Beispiel gesehen, dass die Körper Q quer, algebraischer Abschluss von Q, und C nicht isomorph sind, der eine ist überabzählbar, der andere abzählbar, aber trotzdem erfüllen sie dieselben Aussagen in der Sprache der Ringtheorie. Ja? Das ist also ein Phänomen, was wir nicht so mit Bijektionen und Isomorphien sehen können, sondern nur mit Logik. Und das ist dasselbe, nur Level über 9000. Bitte? Ich bin doch nicht zufrieden mit diesem x kreuz y. Ja. Ja. Ja, habe ich eigentlich genug Klammern geschlossen? Fuck. Alter. Gut, ja. Aber was ich sagen wollte? Ach, du wolltest nicht das anmerken, okay. Eigentlich wollte ich wissen, ob der Punkteraum von ja. diesem räumlichen x kreuz y ja. dann der Punkteraum von x kreuz der Punkteraum von y ist. Ob der Punkteraum von x kreuz y derselbe ist wie der Punkteraum von x kreuz der Punkteraum von y, meinst du das? Mhm. Ja? Ja, das weißt du. Das gilt aber auch allgemein. Rappel? Rappel, natürlich. Punkte, also ein rechtsadjungierter, Hashtag Timo Schirk, right adjoins preserve elements. Genau. Also das gilt sogar immer, völlig egal, ob x und y räumlich sind oder nicht. Wie bitte? Du darfst dich jetzt so ein bisschen dumm fühlen, ja, genau. Dumme Fragen sind immer willkommen, du kannst sie jederzeit stellen. Nee, das ist wichtig. Außerdem sind hier nicht alle so fit in Adjunktion. Also genau, nicht alle wissen, was eine Adjunktion ist. Das wird auch noch ein Problem in der Vorlesung werden. aber das weckt vielleicht auch so ein bisschen Neugierde, ja? Weil also irgendwie, ich schreibe hier drei Symbole hin und schon habe ich was Kompliziertes erklärt. Das ist schon ein bisschen was Magisches, wenn man das am Anfang nicht so kennt. Das folgt auch aus der anderen Aussage, wenn du einen Punktefunktor nochmal anwendest bei x kreuz y. Ja, das ist auch richtig. Ich hätte hier darauf nochmal PT anwenden können. Genau. Okay, ich werde jetzt noch
Wir machen jetzt noch so zwei, drei Bemerkungen und dann kommt ein schwieriges Thema. Es kommt ein Thema, von dem ich hoffe, dass ihr weniger Angst haben werdet als ich klein war. Schauen wir mal, das ist in Wahrheit eines der geilsten Themen von Örtlichkeitstheorie. Aber warten wir kurz ab, wir machen noch zwei, drei Bemerkungen. Mit dem Auswahlaxiom kann man zeigen, die Kategorie der C-Stern-Algebren mit 1, davon die duale Kategorie, ist äquivalent zur Kategorie der kompakten Hausdorff-Räume, Compact Hausdorff-Spaces. Die Äquivalenz sieht so aus, wenn man eine C-Stern-Algebra A hat, kann man etwas bauen, was Spektrum von A heißt, in absichtlicher Erinnerung auch an die algebraische Geometrie, wo man auch das Spektrum von Ringen bildet. Zur Erinnerung, das also ist ein gewisser kompakter Hausdorff-Raum und seine Punkte sind die C-Stern-Algebren-Homomorphismen mit Operatornorm kleiner gleich 1. Und umgekehrt, wenn man einen kompakten Hausdorff-Raum hat, x, kann man aus dem eine C-Stern-Algebra bauen, indem man sich die Menge aller stetigen Funktionen, continuous, von x nach c anschaut. Das wird eine Algebra über den Körper c, weil man punktweise addieren, multiplizieren und mit Skalaren aus t multiplizieren kann. Und das wird halt auch eine C-Stern-Algebra, was auch immer das ist. Ja, genau, C-Stern-Algebra mit 1 und deswegen hier kompakt. Okay, und das ist, also manche von euch wissen, wie wichtig die Äquivalenz ist, manche von euch sehen sie jetzt das erste Mal, aber sie ist fundamental für große Teile der Mathematik, insbesondere, weil man hier statt den kommutativen C-Stern-Algebren, die ich implizit meinte, obwohl ich es nicht hingeschrieben habe, auch die nicht-kommutativen C-Stern-Algebren nehmen könnte. Dann kennt man keinerlei Gegenstück, aber was man einfach definiert ist, so wie man definieren könnte, ein kompakter Hausdorff-Raum ist einfach eine C-Stern-Algebra. Im Lichte dieser Proposition, dieses schwierigen Theorems, ist das eine gute Definition. Könnte man genauso sagen, ein nicht-kommutativer topologischer Raum ist eine nicht-kommutative C-Stern-Algebra. Und dann kann man versuchen, alle Konzepte, die man so aus der Topologie kennt, auszudrücken in der Sprache der C-Stern-Algebren und damit eine nicht-kommutative Topologie betreiben. Das ist eben ein sehr aktives, wichtiges Forschungsfeld, was auch Verbindung zur String-Theorie hat, wie alle crazy Sachen. Ne? Genau, also daher ist das cool. Funktioniert aber halt leider nur mit Auswahlaxiom. Ohne Auswahlaxiom kann man zeigen, die Kategorie der C-Stern-Algebren, wieder kommutativ, wieder mit 1, ist äquivalent zur Kategorie der kompakten und vollständig regulären Örtlichkeiten. Ich will jetzt nicht definieren, wann eine Örtlichkeit vollständig regulär heißt, aber es ist die Entsprechung von Hausdorff. Das heißt, man hat genau dasselbe Theorem, nur jetzt auch ohne Auswahlaxiom. Mit Auswahlaxiom kann man wiederum zeigen, dass die Kategorie der kompakten und vollständig regulären Örtlichkeiten äquivalent ist zur Kategorie der kompakten Hausdorff-Räume. Also das heißt, aus der klassischen Sicht gibt es keinen Unterschied. Das funktioniert jetzt aber konstruktiv. Und wenn ihr vor, keine Ahnung, 3 Jahren beim Pizza-Seminar dabei wart, dann wisst ihr, warum manche Physikerinnen darauf abgehen. Weil das die Hauptanwendung des sogenannten Bohr-Topos ist. In 20 Sekunden zusammengefasst, ihr wisst, es gibt klassische Mechanik, da geht es um kommutative C-Stern-Algebren. Ihr wisst, es gibt Quantenmechanik, da geht es um nicht-kommutative C-Stern-Algebren. Was geil an einer kommutativen C-Stern-Algebra ist, ist, dass sie einem Raum entspricht, in dem man ein Spektrum nimmt. Das ist dann der Phasenraum des Systems. Was ungeil an nicht-kommutativen C-Stern-Algebren ist, dass die keinen Phasenraum haben, weil es diese Äquivalenz funktioniert nur für kommutative C-Stern-Algebren. Auftritt des Bohr-Topos. Zu jeder nicht-kommutativen C-Stern-Algebra gibt es ein spezielles
ihr maßgeschneidertes Universum, der sogenannte Borthoppers. In diesem Borthoppers gibt es ein Spiegelbild, ein Abbild von der nicht-kommutativen Zwischenalgebra, die dann aber kommutativ aussieht. Und dann kann man in diesem Borthoppers von dieser nun kommutativ erscheinenden Zwischenalgebra den Phasenraum bilden, indem man einfach diese Äquivalenz hier verwendet. Und so haben plötzlich also auch quantenmechanische Systeme einen Phasenraum. Und das ist halt etwas, was manche Physikerinnen extrem freut. Es war ganz wichtig, und es hat wirklich auch so insgesamt 20 Jahre gedauert, bis man das Theorem komplett vollständig konstruktiv hatte, weil im Borthoppers, wie in den allermeisten Topoi auch, gilt nur konstruktive Logik, nicht klassische Logik. Also diese Äquivalenz ist schön und gut, und sie war natürlich die Inspiration für diese Äquivalenz, aber die kann ich im Borthoppers nicht verwenden, während ich die schon verwenden kann. Der Phasenraum wird dann auch kein topologischer Raum sein, sondern eine Örtlichkeit. So, das ist das eine, was ich euch noch zeigen wollte. Und das andere ist, ihr wisst, Messbarkeit von Teilmengen des R hoch n ist ein Problem. Im Sinne von naiv würde man vielleicht erwarten, dass man jeder Teilmenge von R hoch n ihr Maß zuordnen kann, ihr Volumen. Aber ihr wisst, mit dem Auswahlaxiom kann man halt dieses Banach-Tarski-Paradoxon kreieren, was aussagt, wenn man eine Kugel im R hoch 3 hat, dann kann man die unterteilen in ganz viele ganz komische Mengen, die man niemals zeichnen könnte und die kein Maß haben. Sodass, wenn man diese Teile 1 zu 1 einfach neu zusammensetzt, dass man zum Schluss zwei gleich große Kugeln hat. Das ist irgendwie komisch. Und das zeigt also, dass man eben vorsichtig sein muss mit der Maßtheorie, dass man nicht einfach annehmen kann, dass jede Teilmenge vom R hoch n messbar ist. Und das führt dann eben zur ganzen Maßtheorie mit den Sigma-Algebren und so weiter, die man als Ersatz hat. Ja? Man ordnet nicht allen Teilmengen vom R hoch n Maß zu, sondern nur den Mengen, die in der Sigma-Algebra liegen, zum Beispiel vom Lebesgue-Maß oder so. Okay. Es gibt zwei Auswege aus dieser Situation. Ausweg Nummer 1. Man lässt das Auswahlaxiom weg und ersetzt das durch das sogenannte Axiom of Determinacy. Das ist ein Axiom, was dem Auswahlaxiom widerspricht, aber kompatibel mit klassischer Logik ist. Und mit Hilfe von diesem Axiom AD kann man dann zeigen, dass jede Teilmenge vom R hoch n messbar ist. Und ganz, ganz wenige Analytikerinnen setzen dieses Axiom auch ein, eben weil es die Arbeit extrem vereinfacht. Und äquikonsistent ist zum normalen Zugang. Das wundert übrigens viele Logikerinnen. Also das hat man so 1960 circa herausgefunden, 1970. Und Logikerinnen dachten, dass dann die Mehrheit der Mathematiker umsteigen würde von ZFC auf ZF plus AD, weil dann jede Teilung vom R messbar ist. Ist aber nicht passiert, dieser Umstieg. Also irgendwie finden die Leute das Außer-Axiom so gut, dass sie eben Banach-Tarski oder so in Kauf nehmen. Jedenfalls gibt es noch eine andere Möglichkeit, nämlich anstatt zu versuchen, Teilmengen vom R hoch n ein Maß zuzuordnen, ordnet man Unterörtlichkeiten vom R hoch n ein Maß zu. Es gibt eine Theorie, also nicht eine geometrische Theorie, sondern ein mathematisches Programm, ja, es gibt Vorlesungen dazu. Es gibt eine Theorie, in der jeder Unterörtlichkeit vom R hoch n ein Maß zugewiesen wird, ein Volumen. Die Idee dazu ist noch ganz witzig und die will ich gerade noch bringen. Und zwar der intuitive Grund, warum nicht jede Teilmenge vom R hoch n messbar ist, ist der, dass Mengenlehre einfach viel zu flexibel ist und völlig flexible, komische Mengen produziert, die ich nicht einzeichnen könnte, weil sie zu ausgefranst sind und zu fraktalig und nicht mal fraktalig sind, sondern ganz komisch sind. Die Lösung aus dem Problem ist entweder weniger Mengen zu betrachten, das ist im Standardansatz mit Sigma-Algebren und so, oder noch mal viel mehr Sachen, also Feuer mit Feuer bekämpfen. Es gibt nämlich viel mehr Unterörtlichkeiten vom R hoch n, wie es Teilmengen, Teilräume vom R hoch n gibt. Was eine Unterörtlichkeit ist, wird gleich kommen. Dann löst sich das Banach-Tarski-Paradoxon wie folgt auf. Also man kann immer noch mit dem Auswahlaxiom diese ganz komischen Teilmengen konstruieren. Die sind zueinander disjunkt
Und deswegen könnte ich dann irgendwie Additivität des Maßes verwenden, um die neu anzuordnen und so weiter. Aber als Unterirdischkeiten aufgefasst werden die nicht mehr disjunkt sein. Das heißt, man hat das kuriose Phänomen, dass man Unterirdischkeiten hat, die sich zwar keine Punkte teilen, aber die trotzdem nicht als disjunkte Unterirdischkeiten gelten. Quasi der topologische Kleber, der diese Unterirdischkeiten noch irgendwie ausmacht, ja, der ragt noch ein kleines bisschen drüber, der verbindet die noch ein kleines bisschen. Und so hilft dann diese Banach-Tarski-Unterteilung überhaupt nicht. Und es führt zu keinem Widerspruch. Man kann einfach jeder Unterirdischkeit auf konsistente Art und Weise ein Maß zuordnen. Wenn euch das interessiert, gebt euch bitte, bitte einen Artikel von Alex Simpson dazu. Alles, was Alex Simpson schreibt, ist richtig geil. Es gibt auch sehr, sehr schöne Folien dazu. Artikel heißt irgendwas mit Locales Measurable Randomness oder sowas. Findet ihr auf jeden Fall. Ja, Randomness, weil in demselben Paper wird auch noch folgende Bemerkung gebracht. Es gibt eine nicht-triviale Örtlichkeit aller zufälligen 0-1-Folgen. Was ist damit gemeint? Also es geht um unendlich lange 0-1-Folgen. Ein Beispiel für eine zufällige 0-1-Folge bekomme ich mit Wahrscheinlichkeit 1, wenn ich einfach eine Münze werfe und mir aufschreibe, was die ergeben hat. Das Beispiel ist insofern interessant, als dass diese Örtlichkeit keine Punkte hat. Denn die Punkte von dieser nicht-triviale Örtlichkeit wären all die zufälligen 0-1-Folgen, aber jede konkrete 0-1-Folge ist nicht zufällig, sondern ist halt genau die, die vorliegt. Ja? Deswegen gibt es keinen interessanten topologischen Raum aller zufälligen 0-1-Folgen. Weil topologische Räume sind durch ihre Punkte charakterisiert. Wenn es keine Punkte gibt, ist der Raum leer und einfach uninteressant. Diese Örtlichkeit, die hat keine Punkte, okay, aber ist trotzdem nicht trivial und man kann Zeug mit ihr machen. Alex Simpson hat das unter anderem erforscht. Jetzt wollt ihr vielleicht noch ein bisschen wissen, was ich eher mit Zufälligkeit meine und was ich mit nicht-trivialer Örtlichkeit meine, wie man die baut. Die baut man so, nämlich der Schnitt über alle Maß 1 Mengen von 0,1 Folgen. Und zwar der Schnitt nicht als topologische Räume, sondern als Örtlichkeit. Also der örtlichkeitstheoretische Schnitt. Was ist damit gemeint? Ein Beispiel für eine Menge von 0-1-Folgen, die nicht Maß 1 hat, wäre die leere Menge, die hat Maß 0. Oder die Menge aller 0-1-Folgen, die mit einer 0 anfangen, die hätte nur Maß 1,5. Ja? Man sagt jetzt intuitiv, eine wirklich zufällige 0-1-Folge, die ist so unspeziell, dass sie in jeder einzelnen Maß 1-Menge drin liegt. Aber der Schnitt von all diesen Maß 1-Mengen als topologische Räume betrachtet ist leer. Was eben ausdrückt, dass jede einzelne konkrete Folge nicht zufällig war. Wenn man das Örtlichkeitstheoretisch schneidet, kommt was Nicht-Triviales raus. Die offenen Dinge von dieser nicht-trivialen Örtlichkeit sind zum Beispiel folgende, dass der offene Teil derjenigen 0-1-Folgen, derjenigen zufälligen 0-1-Folgen, die nicht existieren, die mit Kopf-Kopf-Zahl anfangen. Das wäre ein offener Teil. Der hat einen kleineren offenen Teil, nämlich einen offenen Teil all derjenigen zufälligen 0-1-Folgen, die mit Kopf-Kopf-Zahl, Zahl-Kopf-Zahl anfangen oder so. Ja? Und man kann mit diesem Rahmen wunderbar umgehen und eben Sachen machen. Man kann damit die Fundierung der Stochastik vereinfachen. Das war es an so Bemerkungen, die einfach nur zeigen sollen, noch ein bisschen, was man mit Örtlichkeiten alles machen kann. Wir werden das nicht weiter verfolgen, außer noch eine witzige Sache in der Übung. Ich möchte jetzt zu dem schlimmen Thema kommen. Yay, ein schlimmes Thema. Wenn ihr gerade noch Fragen habt zu irgendeiner der Bemerkungen, dann bitte loslegen. Safe.
Ja, das kommt gleich. Okay, dann schieben wir das ein bisschen auf. Ja. Dann die Verbindung zwischen Theorie und Örtlichkeiten. Ja. Also gut, existieren. Ja. Genau, also es ist mehr als nur, dass ich halt, wenn ich jetzt das zuhörige Lowfail bastel, äquiableitbare. Ja. Ja, ja, ja. Die Äquivalenzrelation, die hier quasi auf Theorien entsteht, zwei Theorien identifizierst du mir jetzt miteinander, wenn sie ihre Örtlichkeiten dieselben sind, die ist viel, viel gröber als jeder naive syntaktische Vorschlag, den du jetzt bringen könntest. Das ist die Macht davon. Das ist irgendwie mir jetzt nicht ganz klar, wie es da drin steht. Ja, das ist auch nicht so klar. Das ist die Magie von dem Business. Zwei Theorien heißen übrigens, also wenn es von zwei Theorien, die zugehörigen Örtlichkeiten isomorph sind, heißen die beiden Theorien zueinander Morita-äquivalent. Ja. So ähnlich wie zum Beispiel der Ring der n-Kreuz-n-Matrizen Morita-äquivalent ist zum Ring R der reellen Zahlen. Weswegen übrigens manche Ringtheoretikerinnen sagen, dass der Ring der n-Kreuz-n-Matrizen zwar nicht kommutativ ist, aber nicht ernsthaft nicht kommutativ ist, weil es immer noch Morita-Äquivalenz von einem kommutativen Ding. Ja. Weitere Fragen? Ja. Ja. Hätte man hinschreiben können, ja. Wäre auch nicht furchtbar gewesen, überhaupt nicht. Genau. Genau, das hätte ich dann gemacht. Also man hätte quasi, anstatt diese Proposition auszulagern, hätte ich sie quasi so reinschmuggeln können. Aber die Proposition ist halt gut zu wissen, deswegen explizit. Ja. Also eine Möglichkeit, das hier noch auszudrücken, diese Erkenntnis ist auch wie folgt. Der Rahmen von x kreuz y wird erzeugt von all den offenen Teilen für jedes offene Teil von x und jedes offene Teil von y ein neues basisoffenes Teil vom Produkt. Und das ist auch genau das, wie eine Topologin über die Produkttopologie nachdenkt. Ja. Aber vielleicht noch eine Sache. Bitte? Nämlich kann man jetzt irgendwie das Lowfail, was gehört zu einer Theorie, kann man diese Konstruktion als Funktor auffassen? Kann man die Konstruktion von einer Theorie zu einer Lowfail als Funktor auffassen? Ja. ja, aber es ist nicht besonders interessant. Also schon interessant, weil Funktoren geil sind. Aber nicht nur unendlich interessant, weil wir stellen uns eine Theorie eher vor wie ein Erzeugensystem. Und interessant ist nicht das Erzeugensystem, sondern der Vektorraum. Ja? Und man würde jetzt nicht definieren, was ein Morphismus von Erzeugungssystem ist. Kann man machen und dann wird die Spannkonstruktion lineare Hülle ein Funktor. Okay, aber es ist geiler, oder was man üblicherweise macht, ist Theorie nur quasi als Samen für eine Örtlichkeit anzusehen. Als Keime. Als Erzeuger und Relationen. Okay, und ja, ich sage noch eine Sache mündlich, wie hier die Äquivalenz aussieht, die sieht nämlich genau gleich aus. In folgendem Sinne, zu einer kompakten und vollständigen regulären Örtlichkeit können wir bilden die C-Stern-Algebra aller örtlichkeitstheoretischen Morphismen von x nach c. Also die Richtung von rechts nach links sieht ganz genau gleich aus. Und von nach links nach rechts machen wir das wie folgt. Wir fangen nicht irgendwie an, einen topologischen Raum zu basteln und dann mit der Topologie zu versehen oder so und dann Örtlichkeit davon nehmen, sondern wir sagen einfach, gegebene C-Stern-Algebra A, dann bauen wir die klassifizierende Örtlichkeit, die Theorie der C-Stern-Algebren Homomorphismen von A nach C mit Norm kleiner gleich 1. Also man müsste das da halt quasi aus-xen, was das eigentlich heißt, all die Axiome auflisten. Ist nicht hundertprozentig trivial, weil C vorkommt, aber kann man machen, können wir auch machen, wenn ihr wollt, ist geil. Und dann sagt man einfach, die klassifizierende Örtlichkeit, die diese Theorie klassifiziert. Die zugrunde liegenden Punkte werden genau dann das sein, aber eine Örtlichkeit ist eben mehr als die Summe ihrer Punkte. Gut, so, jetzt das schlimme Thema, Unterörtlichkeiten. Also genau wie topologische Räume Unterräume haben, haben Örtlichkeiten Unterörtlichkeiten. Es ist nur
auf den ersten Blick ein bisschen schwieriger, weil eben ein Unterraum ist einfach dadurch gegeben, dass ich ein paar Punkte auszeichne und sage, die gehören jetzt zum Unterraum. Und dann nehme ich meistens einfach die induzierte Unterraumtopologie. Und dann bin ich durch. Das ist bei Unterörtlichkeiten ein bisschen diffiziler. Und auch eben als ich das erste Mal kennengelernt habe, habe ich Angst davor entwickelt, habe das dann lange hinten angestellt. Aber es ist wirklich eine der schönsten Aspekte von Örtlichkeiten und etwas, was ich auf jeden Fall bringen muss, wenn es hier irgendeinen Claim haben soll, dass das eine Vorlesung über Örtlichkeiten ist, also die heutige Vorlesung. Definition. Wir definieren jetzt, was ein Kern ist. Da können all die Leute, die Haskell programmieren, können aufatmen. Ein Kern eines Rahmens L ist eine Abbildung J von L nach L, so dass drei Eigenschaften erfüllt sind. Erstens, U muss kleiner gleich wie J von U sein, für alle U aus L. Zweitens, J von U muss kleiner gleich wie J von U sein. Drittens, J von U Wedge V muss J von U Wedge J von V sein. Für alle UV. Ja. Kurz, J muss eine linksexakte Monade sein auf L. Das erste Axiom sagt uns, dass es Return gibt. Das zweite sagt, dass es Join gibt. So, das ist ein Kern. Ich werde in einer Sekunde ein Beispiel machen, aber zuerst noch die Unterörtlichkeit, die zu einem Kern gehört. Ja, Unterörtlichkeiten und Kerne stehen in 1:1 Beziehung. Die Unterörtlichkeit xj, die zu einem Kern j von dem Rahmen der offenen Teile von der Örtlichkeit x gehört, ist gegeben durch, und jetzt muss ich einen Rahmen sagen. Und der Rahmen, den schreibe ich, ich schreibe es jetzt so, wie man es offiziell auch schreibt, in der Hoffnung, nicht zusätzliche Angst zu induzieren. Da denkt man jetzt nämlich an Äquivalenzrelation, aber jetzt kommt keine Äquivalenzrelation. Kategoriell ist das trotzdem ein Quotient in der Kategorie der Rahmen. Deswegen macht man das. So, das sind all die offenen Teile, sodass J von U kleiner gleich wie U ist. Weil die andere Richtung sowieso gilt, hätte ich auch schreiben können, J von U gleich U. Was ist die kleine Gleichoperation? Die kleine Gleichoperation ist einfach geerbt. Ja? Und die Schnittoperation ist auch geerbt. Aber die große Disjunktion, die ist nicht geerbt, die ist ein bisschen anders. Also wenn man eine große Disjunktion bildet, eine Disjunktion in diesem neuen Rahmen, also Join in dem Quotientenrahmen, dann rechnet man das nach, was das eben ist. Dann kommt raus, ist das J von dem traditionellen Join. Das ist der Join in dem alten Rahmen. Es liegt ganz einfach daran, dass so ein beliebiger Join von Elementen, die alle diese Gleichheit erfüllen, meistens nicht mehr diese Gleichheit erfüllt. Es gibt ja auch kein Axiom, was das irgendwie garantieren würde. So, also das sind Unterörtlichkeiten. Unterörtlichkeiten sind gegeben durch solche Kerne. Und jetzt machen wir dazu noch Beispiele.
Die Frage lautet, ob die offensichtlichen Kategorien-Theorie-Fragen beantwortet werden. Nein. Ja, Matthias. Ich lasse mich aber noch kurz den Mono hinschreiben, der da auf jeden Fall dazugehört. Also es ist gegeben durch diesen Rahmen. Wir haben die kanonische Inklusion, so wollen wir das nennen, von xj nach x, gegeben durch einen Rahmenhomo in die andere Richtung. Und zwar wird da ein u geschickt auf j von u. Man kann nachrechnen, dass das wirklich ein Rahmenhomo wird. Darf ich die Frage raten? Ja. Okay. Ingo, sind Unterörtlichkeiten genau dasselbe wie reguläre Monos in der Kategorie der Örtlichkeiten? Oh. Und die Antwort ist, glaube ich, ja. Wie reguläre Monos? Ja, ja, nicht alle Monos. Das ist aber auch schon in der Kategorie der topologischen Räume so, dass es eben nicht der Fall ist. Also nur weil man einen Mono in der Kategorie der topologischen Räume hat, heißt nicht, dass der Quellraum die induzierte Unterraumtopologie vom Ziel trägt. Dagegen die Monos in der Kategorie der topologischen Räume sind einfach die stetigen Abbildungen, die zufälligerweise injektiv sind, ohne besondere Berücksichtigung der Topologie. Also jetzt zu erwarten, dass Monos Unterörtlichkeiten sind, das würde eine ganz falsche räumliche Interpretation unterstellen. Weil es halt schon bei topologischen Räumen nicht stimmt. Und zwar nicht aus fancy Gründen mit dem Ausfüllaxiom oder so, sondern einfach, weil es injektive Abbildungen gibt, die nicht unter der Topologie sind. Okay, und lasst uns jetzt eine Deutung machen und dann ein Beispiel. J von U stellen wir uns, das ist nur eine Vorstellung, stellen wir uns als das größte offene von Groß X vor, das mit xj geschnitten dasselbe ergibt wie U mit xj geschnitten. Das macht zum jetzigen Zeitpunkt offiziell keinen Sinn, weil ich nicht erklärt habe, wie man offene mit Unterörtlichkeiten schneidet. Aber es ist trotzdem eine gute Interpretation, die wir noch konkretisieren können, indem wir als Beispiel etwas machen von topologischen Räumen her. Sei Y ein Unterraum eines topologischen Raums X. Dann können wir dieser Situation einen Kern zuordnen. So. Der nimmt offene Teilmengen von X und bildet sie auf neue offene Teilmengen von X ab. Und zwar wird eine offene Teilmenge U abgebildet auf die Vereinigung von ganz vielen offenen Teilmengen. Wir wollen nämlich die größte bauen. Deren Schnitt mit y derselbe ist, wie was u mit y geschnitten ergeben würde. Das ist der zum Unterraum y gehörige Kern. Und es gilt dass die Örtlichkeit zu x, davon die Unterörtlichkeit bezüglich j, kanonisch dieselbe ist wie die Örtlichkeit zu y.
Der Hintergrund von dieser Definition ist folgender. Wenn ihr einen Teilraum habt, sagen wir vom R auch N, um es ganz konkret zu machen, aber ist mir egal, von X, dann wisst ihr doch, dass jede offene Teilmenge vom umgebenden R auch N je eine offene Teilmenge von dem Unterraum Y spendiert, indem man nämlich einfach mit Y schneidet. Die Unterraumtopologie ist genau so gemacht, dass diese Mengen dann offen sind. Aber zwei verschiedene offene Teilmengen vom R auch N können nach Runterschneiden mit Y dieselbe offene Menge von Y ergeben. Und hier fragt man sich, was ist denn die eindeutig bestimmt die größte offene Teilmenge, die denselben Schnitt produzieren würde? Dadurch, dass man das also irgendwie eindeutig macht, dass J das eindeutige Größte zurückliefert, wird J wirklich eine Operation, wirklich eine mengentheoretische Abbildung, die einem U und einem V zuordnet. Und nur dann kann man Hoffnung haben, dass irgendwie Axiome dieser Art erfüllt sind. Und ihr könnt natürlich die Axiome in diesem Fall hier nachprüfen. Schauen wir uns mehr Beispiele an für Unterörtlichkeiten. Beispiel. Sei U ein offenes einer Örtlichkeit X. So, dann würden wir doch erwarten, von der topologischen Situation her kommend, dass wir das U selbst als Unterörtlichkeit ansehen können, nämlich als offene Unterörtlichkeit von X. Und das können wir auch in der Tat machen. Ich muss euch nur den Kern dazu verraten. Der folgende Kern stiftet die zu U gehörige offene Unterörtlichkeit von X. Nämlich J von irgendeinem offenen V ist U Pfeil V. Das Pfeil war die Hating-Implikation, von der wir definiert hatten, dass es sie immer, von der wir bemerkt hatten, dass es sie immer gibt in einem Rahmen, weil ein Rahmen vollständig ist. Hating-Implikation war rechtsadjungiert zum Produkt. Das war, was wir gefordert hatten. Ja, für alle ZUV. So, jetzt sagt ihr, ich bin noch nicht ganz so vertraut mit diesem Pfeil. Deswegen hier ein Beispiel im Beispiel. Sei X die Örtlichkeit zu einem topologischen Raum X', ja? Dann ist das klein u, was man dann meistens eher groß u schreiben würde, einfach irgendeine offene Teilmenge von X'. Und der Kern hier macht dann folgendes. J von V ist dann das Innere vom Komplement von U vereinigt V. Das macht die Hating-Implikation in klassischer Logik. In klassischer Logik kann ich das so vereinfachen. Konstruktiv kann ich es nicht vereinfachen. Dann nehme ich einfach die Hating-Implikation. Ich nehme also das Komplement von U, das ist kein offenes mehr. Ich vereinige es mit V, das ist immer noch keine offene Teilmenge, und von der nehme ich den inneren Kern. Ja? Also da kann ich auch sehen, dass das ist wie hier. Richtig. Genau, wenn das Y an der Stelle offen war, dann Übungsaufgabe, geht schnell, wenn ihr euch daran erinnert, wie man die Hating-Implikation baut. Geht auch schnell, wenn ihr es mit der universellen Eigenschaft macht.
dann seht ihr, dass dieser komplizierte Ausdruck sich vereinfachen lässt zu genau dieser Implikation. Das passt also alles zusammen. So ein offenes gibt uns aber immer noch gleich eine zweite Unterörtlichkeit mit dazu, nämlich die zu U gehörige abgeschlossene Unterörtlichkeit. Der folgende Kern stiftet die zu U gehörige abgeschlossene Unterörtlichkeit von X. Was soll das anschaulich sein? Naja, das soll das Komplement von U sein, anschaulich. U ist anschaulich eine offene Teilmenge von einem topologischen Raum. Das Komplement davon ist eine abgeschlossene Teilmenge. Ne? Und den jetzt eben direkt gefasst als Örtlichkeit. Das wird folgender Kern. Du meinst, das stimmt sogar immer? Das kann nicht immer stimmen. Ja, aber mir. Ja. Nö, kann ich aus dem Stand auch nicht sagen. Müsste ich anfangen, über diese große Dysfunktion, diese große Vereinigung nachzudenken? Kann ich nicht. Das ist schon das Gleiche wie im Fall der offenen, ja, genau. Aber. Nee, immer. Aha. Dann macht halt, also dann liegt halt. Ja? Ach so. Alles klar. Okay, genau, okay, alles klar. Aber du findest nicht immer ein offenes, was du hier hinschreiben kannst, ja? Genau, du findest irgendeine Teilmenge, nämlich y, sodass, wenn du einfach mal das als Definition hernimmst. Ja, das hatte ich mir nämlich gesagt. Genau, dann genau, richtig, ja. Wie bitte? Das sollten wir dann da zuschreiben, oder? Ja, hab ich Angst davor. Ich will nicht links vor der Heading-Implikation etwas hinschreiben, was gar nicht Teil des Rahmens ist. Weil groß y. Ich meine, ja? Nicht Implikationspfeil, sondern ja. Einfach. Ah, okay. Gut, gilt nur in klassischer Logik, aber meinetwegen, ja. Ja, nee, das ist gut. Das ist gut. Wie bitte? Gilt das nur in klassischer Logik? Ja, das gilt nur in klassischer Logik. Wir haben ein Komplement drin. Ja. Ich meine, das offene Innere bildet man ja auch über so eine Vereinigung. Ja, genau. Aber hier steht weit und breit nicht das Wort Komplement und hier schon. Hat keine Chance, konstruktiv zu gelten. Ich gebe euch noch eine extrem witzige Unterörtlichkeit an. Eine, die keinerlei klassische Entsprechung hat, zumindest bei den allermeisten topologischen Räumen nicht. Auch ein Beispiel. Sei x eine Örtlichkeit. So, dann kann man definieren, machen wir jetzt nicht, was eine dichte Unterörtlichkeit ist. So wie ein dichter Teilraum. Und dann stellt es sich heraus, dass es, man kann außerdem definieren, wann eine Unterörtlichkeit in der anderen enthalten ist. Und dann stellt es sich heraus, dass es immer eine kleinste, dichte Unterörtlichkeit gibt. Die kleinste, dichte Unterörtlichkeit von x. Für uns jetzt eine Definition, weil ich diese beiden Begriffe nicht eingeführt habe. Aber man könnte eben, wie gesagt, auch einfach Kleinheit und Dichtheit definieren und dann wäre es ein Resultat, dass es die kleinste Dichte Unterörtlichkeit gibt, ist gegeben durch den Kern so und so. Und bevor ich den Kern angebe, möchte ich kurz, dass ihr das würdigt. Kleinste Dichte Unterörtlichkeit. Überlegt mal für 5 Sekunden, ob es einen kleinsten dichten Unterraum gibt bei einem topologischen Raum. Das ist völlig falsch. R hoch 1 hat als dichten Unterraum Q. R hoch 1 hat auch als dichten Unterraum R ohne Q. Der Schnitt der beiden,
Also keine der beiden ist der kleinste Dichtunterraum, ja? Also wenn wir noch Hoffnung haben wollen, müssen wir die beiden schneiden. Aber der Schnitt der beiden ist leer und der leere Unterraum ist nicht dicht in R hoch 1, überhaupt nicht. Also das ist ein Konzept, was tief, tief örtlichkeitstheoretisch ist. Diese Örtlichkeit hat in den wenigsten Fällen Punkte, ist trotzdem hochinteressant. Sie ist gegeben durch den Kern J, das schreibt man oft auch ein bisschen lax so. Gemeint ist damit J von V ist V-Pfeil Bottom. Bottom ist das kleinste Element von einem Rahmen. Pfeil ist die Heading-Implikation. Nochmal. Und jetzt akzeptiert ihr auch, warum das nicht heißt. X ist keine Unterörtlichkeit. Ah, fuck, ja. Genau, sei X eine Örtlichkeit, dann hat die immer eine kleinste dichte Unterörtlichkeit. Ist eine Unterörtlichkeit wieder eine Örtlichkeit? Ob eine Unterörtlichkeit wieder eine Örtlichkeit ist? Ja, so wie wir es definiert haben, auf jeden Fall, weil wir haben gesagt haben. Achso, okay, ich habe das. Ja, gut. Also, das ist halt wieder ein Rahmen und wir nennen ja alles, was einen Rahmen hat, eine Örtlichkeit quasi. Okay. Genau, ja, ja. Der mengenindizierte Schnitt von dichten Örtlichkeiten, nicht nur der binäre, ist wieder dicht. Und wenn du alle dichten Örtlichkeiten schneidest, dann kommt die raus. Ja, gab es nicht irgendwie mager und fett für topologische Räume, wo das dann doch da geht? Genau, gab es nicht mager und fett für topologische Räume? Richtig, das ist der Bärsche Kategoriensatz. Ja. Genau. Und der ist das Beste, was eine klassische Topologie noch als Alternative zu dem hat oder als Ersatz für das hat. Und für Örtlichkeiten ist einfach Schnitt dichter Unterörtlichkeit ist wieder dicht. Ja. Beispiel oder Bemerkung oder so. Ich will euch gleich noch unbedingt mit auf die Reise geben, welche Punkte denn so eine Unterörtlichkeit hat. Auch wenn die Punkte nicht allzu vielsagend sind, ist es trotzdem immer gut zu wissen. Insbesondere, wenn man alle topperswertigen Punkte betrachtet, weil die charakterisieren dann die Örtlichkeit doch wieder. Das kommt aber noch. Bemerkung. Also wenn wir die Örtlichkeit R nehmen, entweder direkt definiert als die klassifizierende Örtlichkeit der Theorie von Dedekindischen Schnitt oder indem man meinetwegen mit klassischer Logik okay ist in der Metalogik und die normalen reellen Zahlen nimmt und dann L davor schreibt. Jedenfalls hat die ja dann eine kleinste dichte Unterörtlichkeit und die Punkte von der sind leer. Trotzdem nicht die triviale Unterörtlichkeit. Noch eine Bemerkung. Sei X ein topologischer Raum, der einen Punkt Xi enthält, mit der Eigenschaft, dass der Abschluss, Closure, der einelementigen Menge Xi ganz X ist. Solche topologischen Räume sind extrem rar in der Differentialgeometrie. Denn in der Differentialgeometrie sind die meisten Räume Hausdorff. Und da sind halt einelementige Punktmengen sind immer abgeschlossen und da wird halt nicht der ganze Raum rauskommen. Solche Räume sind aber extrem häufig in der algebraischen Geometrie. Das Spektrum von jedes irreduzible Schema wird so ein Xi enthalten, den generischen Punkt, ja, der überall und nirgendwo ist. Und dann gilt, dass die Unterörtlichkeit, die zu diesem Ding gehört, dasselbe ist, kanonisch, wie die Örtlichkeit zu dem einpunktigen Raum, der diesen Punkt Xi enthält. Und das hat eine schöne Interpretation. Die dann auch so ein bisschen erklärt, wie wir uns die kleinste dichte Unterörtlichkeit vorstellen. Ich kann die schwer malen, weil sie hat ja keine Punkte. Wenn ich jetzt irgendwie so X als Kreis malen würde und dann anfangen würde, die Punkte zu schraffieren, die zur Unterörtlichkeit gehören, dann kann ich meistens keinen Punkt schraffieren, ja? Bei einem Hausdorffraum zum Beispiel. Ich stelle mir die kleinste dichte Unterörtlichkeit eher vor wie so ein,
Substrat, was den Raum zersetzt, durchsetzt, durchwebt, aber es ist nicht hier und auch nicht hier, es ist auch nicht hier, so überall und nirgendwo. Und genau das ist ja auch die Vorstellung von generischen Punkten in der algebraischen Geometrie. Ja, das ist nicht der Punkt 7,3 auf der Kurve, das ist auch nicht der Punkt, sondern überall und nirgendwo. Kannst du noch sagen, was Licht ist? Also, weil du hast gesagt, wir führen nur Ja, wann der Unterörtlichkeit dicht heißt, ja, ich glaube, die Definition war, dass J von Bottom wieder Bottom ist. Aber ich weiß jetzt gerade geraten aus meinem Gedächtnis, weiß ich nicht genau. Ich nehme jedenfalls an, also ich trage es auf jeden Fall nach, aber ich nehme an, ist die korrekte Antwort, was vielleicht die war, die ich gegeben habe, würde dir nicht so viel helfen, wenn du quasi ein topologisches Gegenstück suchst, weil es halt so eine algebraische Definition wieder ist. Ja? Okay, ich will euch noch verraten, was die Punkte sind von so einer Unterörtlichkeit. Proposition. Sei xj eine Unterörtlichkeit von x, dann gibt es eine kanonische Bijektion zwischen einerseits die Menge der Punkte von xj und andererseits die Menge derjenigen Filter vom Rahmen von x, das hatten wir letztes Mal definiert, was das ist, mit einer Zusatzeigenschaft mit j von u in f, genau dann, wenn u in f liegt, für alle u in dem. Okay, und mit Hilfe dieser Proposition können wir uns immer einen ersten Eindruck von der Unterörtlichkeit verschaffen, indem wir uns halt mal die Punkte anschauen, auch wenn sie die Unterörtlichkeit nicht festlegen. Zum Beispiel können wir das da noch schnell nachvollziehen. Das will ich vielleicht gerade einfach mal machen, das ist ganz schön, dann steht das nicht ganz leer im Raum. Also, sei f ein Filter von UVR. R jetzt meinetwegen definiert als die Örtlichkeit zum gewöhnlichen Raum der reellen Zahlen. Ja? Dann wissen wir schon, wie f aussieht. F sieht so aus. F ist die Menge all derjenigen offenen Teilmengen, so dass ein gewisser Punkt x0 in U enthalten ist. Ja, das ist der Umgebungsfilter von x0. Jeder Filter ist von dieser Form. Das weiß ich, weil ich halt die Punkte da kenne, weil zum Beispiel weil R Hausdorff ist und wir klassische Logik betreiben. Meinetwegen, das kann man besser begründen. So, dann gilt nicht nicht von U Element F, genau dann, wenn U Element F, also es gilt nicht für alle, und wenn ich mich konzentriere, kann ich auch nochmal so ein Beispiel angeben, das gilt oft nicht, aber zum Beispiel gilt es nicht für folgende offene Teilmenge, R und der Punkt x0 entfernt. Alles klassische Metalogik jetzt, ja? Das ist sicherlich eine offene Teilmenge. Und wir sehen sicherlich, dass U nicht in F liegt. Denn x0 ist kein Element von U. Aber lasst uns mal ausrechnen, was nicht U ist. Wie geht das? Das war ja U Pfeil Bottom Pfeil Bottom. Und wie rechnet man das nochmal aus? Das rechnet man aus als das Innere vom Komplement
vereinigt Bottom, also vereinigt leere Menge, also das Innere vom Komplement und dann nochmal genauso. Ja? Das ist also das Innere, will ich nicht hinschreiben, das hat auch einen Namen einfach in der Punktmengentopologie, das ist die Regularisierung von U. Und was kommt hier raus? Also denkt euch Zahlenstrahl, aber mit dem Punkt x0 entfernt. Jetzt bildet das Komplement. Das Komplement ist nur noch dieser eine Punkt, bildet davon das Innere, das ist die leere Menge. Jetzt bildet von der das Komplement, das ist der gesamte Zahlenstrahl, bildet von dem das Innere, es bleibt der gesamte Zahlenstrahl. Also hier kommt R raus und R liegt halt schon im F, weil x0 drin liegt. Das zeigt also, damit haben wir das nachgerechnet. Ja. So, was wir das nächste Mal noch machen ist, ich werde euch ein ganz, ganz wichtiges Theorem anschreiben, was aber leicht zu beweisen ist, nämlich, dass die Unterörtlichkeiten von der klassifizierenden Örtlichkeit von der geometrischen Theorie T in kanonischer 1 zu 1 Korrespondenz stehen zu den Quotiententheorien von T. Das ist nichts Schlimmes, sondern das heißt einfach dieselbe Theorie genommen und dann noch mehr Axiome hinzugetan. Ja, so haben wir nochmal eine logische Sicht auf Unterörtlichkeiten. Dann werden wir noch ganz kurz darüber sprechen, was ein Kriterium dafür ist, dass eine Örtlichkeit genügend viele Punkte hat, dass sie räumlich ist. Und das wird genau dasselbe sein wie der Gödel'sche Vollständigkeitssatz. Und was wir danach machen, hängt von einer Antwort ab, die ich euch gleich geheim stelle. Vielen Dank.